Hallo und herzlich willkommen, lieber Skorpion. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir gucken heute gemeinsam auf deinen Monat Januar 2024. Was dürfen dir die ersten 31 Tage im Jahr 2024 bringen? Was dürfen sie dir nehmen und was darf vielleicht auch bleiben? Ich möchte es wissen, ich möchte reinschauen. Mach es dir schön, mach es dir gemütlich. Ne? Mach dir irgendwie, hier draußen ist gerade schon wieder so ein bisschen Regen bei mir, aber das ist ja auch typisch für den Norden. Ist immer so Quatsch, ne? Wenn das immer so sagt und den Bundesländern so zuordnet. Finde ich immer ein bisschen albern. Aber gut, egal. Auf jeden Fall ist es hier schön gemütlich, schön muckelig. Mach es dir zu Hause auch schön. Die Karten und ich übernehmen die Arbeit und dann wollen wir noch mal sehen, was dir, lieber Skorpion, wie du mir gerade zuschaust, der Januar so bringt. Einmal das Thema des Monats. Die zwei der Schwerter, der Ritter der Stäbe und die zehn der Münzen. Okay, ihr habt wie die Krebse auf jeden Fall das Bedürfnis, ein bisschen mehr Energien zu empfangen. Finde ich super. Mit den zwei der Schwertern kriege ich zuerst rein, dass du, ja, dass du ein Stück weit hin und her gerissen bist. Ne, du bist zwiegespalten. Es könnte auch bedeuten, dass du dich einem Konflikt, einer so ein bisschen zwischen den Stühlen stehst, könnte man auch sagen. Ne, du bist hin und her gerissen. Dann haben wir die Zehn der Münzen, das ist Stabilität und die Gesellschaft. Ne, du stehst gesellschaftlich sehr, sehr gut da. Und mit den Ritter der Stäben habe ich einen sehr euphorisierten Menschen. Du hast einen Tatendrang. Achtung aber auch, der Ritter der Stäbe neigt zur Unvorsichtigkeit. Gibt es das Wort? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Na, der Ritter der Stäbe, der ist sehr impulsiv, der macht, der denkt nicht drüber nach und er scheut Verantwortung. Na, also ich finde das ganz spannend, weil wir haben hier eine Säule, die ist hier Stabilität und Familie und alles ist sicher und schick und eine Beziehung in deinem Leben darf sich hier jetzt auch festigen. Aber parallel haben wir eben auch so zwei, die sich so ein bisschen abwenden. Ne? Der Ritter guckt dorthin, die zwei der Stäbe, die Dame guckt dorthin, beziehungsweise hat sie die Augen verschlossen oder verbunden. Ne? Also du hast hier so einen Widerspruch in sich. Ne? Auf der einen Seite sehe ich dich familiär sehr gut und sehr sicher aufgestellt, weltlich auch sehr gut aufgestellt, ne? Also auch was so den Beruf angeht. Aber eben mental hin und her gerissen und von Aktivität her fast schon ein bisschen stürmisch, fast ein bisschen unvorsichtig. Okay, dann gucken wir mal rein. Ich hätte gerne mit dem Orakel der Rosen. Meine Decks sind alle benannt. Ne? Klick dich da gerne durch in meinem Kanal. Möchte ich jetzt gerne mal so ein Gefühl deines Unterbewusstseins erhalten. Was ist so dein unterbewusstes Thema im Januar? Das heilige Wasser, Nahrung, Wiederauffüllen, Gesundheit, Erholung, Selbstfürsorge. Es geht darum, gut zu dir selbst zu sein, unterbewusst. Ne? Was isst du? Wie achtest du auf dich? Was ist vielleicht zu viel? Was ist zu wenig? Also unterbewusst habe ich den Eindruck, regeneriert sich dein Körper selbst. Ne? Also dieses vielleicht zeitweise Chaos, was du da hast, das kannst du genau deswegen bewältigen, ne, weil dein Körper für sich selber sorgt. Ne, du wirst also Impulse wahrnehmen, okay, das ist jetzt gerade zu viel, das ist jetzt zu wenig. Ne, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Wasser trinken, vielleicht ein bisschen mehr Obst essen, vielleicht wieder mal ein bisschen mehr bewegen, etc. Ne, wir kennen das alle. Und das wirst du, da wirst du dich, das kriege ich rein, gar nicht so sehr bewusst bemühen müssen, weil unterbewusst das für dich auch schon sichergestellt ist. Das kann natürlich auch gerade der Ritter der Stäbe bedeuten, weil der ist ja sehr aktiv. Ne? Und dass der wirklich die letzte Couch-Potato kriegt der vom Sofa runter, das glaubt man immer. Ne? Weil da hat man so viel Hummeln im Hintern, da ist man so aktiv und so motiviert, da kann eigentlich keine Langeweile und vor allem auch keine Ruhe wirklich einkehren, sag ich jetzt mal. Okay, das schon mal die Energie. Jetzt möchte ich gerne wissen, wo kommt das Ganze denn her? Mit dem Lenormand, die Ursprungsenergie, mit der Sense. Ein abruptes Ende, für das du selber gesorgt hast, für das du hart gearbeitet hast, für das du viel gearbeitet hast. Die Sense ist wirklich, ne, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Und ich habe den Eindruck, du hast ordentlich aussortiert in letzter Zeit. Aussortiert an Menschen, aussortiert an vielleicht auch sogar Klamotten, ne, dass du dich so ein bisschen befreit hast. Ne, also aussortiert an Materiellem, aber auch aussortiert, da etwas in Ordnung gebracht. Ne, du hast für Ordnung gesorgt und dadurch hast du jetzt wirklich diese Möglichkeit, auch regenerieren zu können. Okay. Wie empfindest du denn den Monat? Da haben wir schon mal, ich meine, es war der Einsiedler, Schrägstrich der Eremit im Tarot. Und dann haben wir das Gericht. Ja, der Einsiedler und das Gericht. Also einmal die Wahrheit, die persönliche Identität, die eine Rolle spielt, aber auch das Verstehen von Dingen. Na, das Gericht ist auch immer so ein bisschen, du verstehst die Vergangenheit. Du verstehst, warum etwas so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Der Einsiedler bietet dir diesen Spielraum. Ne? Der Einsiedler bedeutet, ich ziehe mich zeitweise auch mal zurück. Ich bin mit mir selbst. Hier auch schön gezeichnet, ich erhöhe mal die Perspektive. Ne? Ich nehme einen sogenannten Perspektivwechsel vor, indem ich jetzt die Dinge von weiter oben oder auch objektiv betrachte. Ne? Also du bist emotional auf der einen Seite, kriege ich dich zurückgezogen rein, also dass du dich jetzt nicht öffnest deinem Umfeld gegenüber. Aber in diesem Rückzug wird dir eben vieles klar und dadurch bist du sehr ruhig, ne? Also ruhig ist ja auch eine sehr schöne Ausstrahlung, ne? Obwohl man hier meinen könnte, du hast hier so einen Tatendrang, aber mit diesem Ritter der Stäbe, das ist halt deine Aufgabe. Also damit beziehst du andere nicht mit ein, ne? Du möchtest selber eben aktiv sein. Okay, wo kommt denn hier diese Rückzugsenergie, was deine Gefühle angeht? Wo kommt das her? Mit dem Garten, die Begegnung. Ja, mit dem Garten kriege ich rein, dass du, dass du in der Vergangenheit, das kann auch die nahe Vergangenheit, sprich der Dezember gewesen sein, viel unter Menschen warst. Ne? Es haben viele Begegnungen stattgefunden. Und das musst du für dich jetzt erstmal sortieren. Das musst du für dich jetzt erstmal einordnen. Ich meine, es passt ja auch Dezember, ne? Ist so der Monat der Festtage, der Monat, wo vieles ansteht, auch viele Feierlichkeiten. So das Jahr wird beendet, ne? Das Jahr wird abgeschlossen und es gibt eben noch viele, ja, viele Begegnungen. Und diese Begegnungen, die bist du jetzt etwas satt. Du möchtest wieder ein bisschen mehr für dich sein und dich zurückziehen aus dem Trubel. Okay. Wir gehen weiter in deinen familiären Bereich. Familie, aber auch Freundschaften. Was gibt es da für Themen? Oh, schon mal deine eigene Karte, der spirituelle Tod und das Ass der Münzen. Okay, es gibt Transformation und Veränderung in dem Umfeld. Ne, Veränderung, man kann etwas loslassen, man kann etwas hinter sich lassen und dadurch kommt es zu einem weltlichen Neuanfang, beziehungsweise die Möglichkeit dafür. Ne, das Ass ist immer eine Chance, eine Möglichkeit. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass du, guck mal, unterm Deck, zwei der Kelche, man kommt sich wieder näher. Ne, du darfst hier wandeln, du darfst wachsen, ne? Hier darf auch eine Beziehung, hier darf etwas gehen, hier darf etwas im wahrsten Sinne in dir drin sterben, damit es wieder wie neu geboren ist, ne? Alte Laster, Glaubensmuster, Glaubenssätze. Und hier gibt es dann wieder einen weltlichen Neu, also eine Möglichkeit, etwas zu erneuern, etwas zu festigen. Ich habe das Gefühl, eine familiäre Beziehung erfährt mit dem Ast der Münzen neue Stabilität, neue Sicherheit. Ja, weil du dich hier wirklich im Inneren verändert hast und auch die Veränderung zugelassen hast. Auch hier wieder eine Botschaft aus dem Lenormand. Ja, das ist hier ganz klar die Familienkarte. Also ich kriege hier mehr Familie als Freundschaften rein tatsächlich, dass es innerhalb der Familie eine Veränderung gibt, eine Veränderung, die Heilung bringt. Ne? Weil der Tod ist ein transformierender Prozess. Ne? Da stirbt etwas in mir, aber was Neues darf auch wiedergeboren werden. Okay, mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Dann würde ich jetzt weitermachen mit deinen Finanzen, mit deiner beruflichen Perspektive, ne? Sicherheit, Stabilität. Es hätte sich ja auch fast die drei der Münzen schon gezeigt, aber es sollen die sechs der Münzen sogar werden. Sehr schön. Und die Königin der Schwerter. Also, du bist fokussiert, du hast eine Vision im Kopf. Mit den sechs der Münzen kann es für Zahlungen stehen. Ne? Du hast eine Zahlung erwartet und darfst sie jetzt auch bekommen.
Du bist aber auch selber in der Lage, hier weltlich auszugleichen. Also man gibt, was man bekommt und andersrum, ne? Also du bist hier jemand, auf den greift man auch gerne zurück, weil die Königin der Stäbe, die ist sehr klar, die ist intelligent, die weiß, was sie will, die spricht auch ihre Wahrheit aus. Also wenn man sich mit der Königin der Schwerter unterhält, dann darf man nicht davon ausgehen, dass man nicht die Wahrheit erfährt, weil die wird dir immer sagen, ob du das gerade möchtest, was sie denkt. Was sie auch über ein Projekt, über einen Verlauf denkt. Und du wirst auf jeden Fall deinen Weg gehen im Januar. Ne? Du wirst deinen Weg gehen, du bist sehr klar, sehr fokussiert und hast auch das Ziel, hier eine Situation auszugleichen in deinem Leben, auch in deinem beruflichen Leben. Sechs der Münzen könnte auch sein, dass du hier eine Gehaltserhöhung erwarten kannst oder eine Einmalzahlung oder sowas. Ha, Hintergrund, wo kommt das Ganze her? Von der Schlange. Jo. Hier wollte dich in der Vergangenheit jemand manipulieren. Da war jemand nicht ganz ehrlich, wenn nicht sogar hintergehen, eine Konkurrentin, die du aber in der Energie der Königin der Schwerter, die hat dich nicht erreicht, könnte man sagen. Das hat dich komplett kalt gelassen. Du bist professionell geblieben, ne, weil du weißt, was du kennst, du weißt, was du kannst, du kennst deinen Wert, so. Und dadurch hatte die Schlange keine Chance bei dir. Ne? Sie hat es versucht, sie hat alles gegeben. Sie hat wirklich auch mit Hinterhalt versucht, etwas zu erreichen. Aber es ist ihr nicht geglückt. Chapeau an der Stelle, muss man auch mal sagen. Dann geht es weiter mit der Liebe, lieber Skorpion. Was haben wir in der Liebe? Der Page der Stäbe. Und ich hätte gerne eine zweite Botschaft, eine zweite Energie. Fünf der Stäbe. Jo, fünf der Stäbe. Das ist so ein bisschen so Anfang und Ende, habe ich so den Eindruck. Ne, das heißt, anfangs, du könntest es hier mit einer Konkurrenz zu tun haben. Also jemand, der deinen Herzmenschen, ob nun jetzt schon verpartnert oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Jemand, der deinen Partner ins Visier genommen hat, das Ganze wirst du aber mit dem Page der Stäbe mit Leichtigkeit. Auch hier wieder. Du bist hier wirklich auf einem so einem Siegerpfad. Also du durchschaust nicht nur alles, sondern du bist hier auch in deiner Aktivität. Du vertraust dir selber wieder. Na, du bist hier wieder. Ich habe das Gefühl, es könnte hier auch stark den Ursprung in dem familiären Bereich haben, ne? Weil in der Familie, da sammeln sich ja unsere meisten Unsicherheiten an, ne? Unsere Familientraumata. Und wenn man das hier wirklich heilen kann, ne? Mit dem spirituellen Tod, ja, dann können alle anderen hier auch nichts anhaben. Ne? Das heißt, mit dem Page der Stäbe kommst du hier deine Liebe, habe ich das Gefühl, deine Beziehung, wenn du schon in einer bist, erfährt mit dem Page der Stäbe eine neue Frische, einen neuen Aktivismus. Ne? Man gibt sich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Mühe. Und wenn du, ne, es kann ja auch sein, dass das hier die Beziehung belebt, ne, die Konkurrenz, die sich hier ankündigt. Oder wenn du eben nicht in einer Beziehung bist oder ne, allgemein Single hier gerade raufschaust, dann kriege ich rein, dass es hier, ne, dass du für dich, dass es um dich herum viele Verehrer gibt, ne, fünfter Stäbe, dass es hier viel um dich zingelt und du tanzt da eigentlich so umher. Ne? Du bist so mit dem Pagen, du bist hier in deiner Leichtigkeit und dadurch wirkst du sehr anziehend, sehr ansprechend und könntest das ein oder andere Angebot tatsächlich erwarten. Sehr, sehr schön. Auch hier bitte eine Botschaft. Wo kommt das Ganze her? Vielen Dank. Ja, von dem Berg. Es gab in der Vergangenheit Hindernisse, es gab Hürden, die es zu bewältigen gab. Und von daher hast du das aber ne, erfolgreich gemacht. Man sieht es hier in mehreren Bereichen. Und mit diesem Erfolg, mit dieser Leichtigkeit und mit dieser Stärke ist es dir nun auch gelungen, hier wirklich in deine Kraft zurückzukehren. Dann gehen wir doch mal direkt weiter, oder? Ich bin motiviert. Ich möchte nämlich wissen, welche positiven Aspekte bringt dir der Januar? Aha. Sieben der Münzen, Wachstum und die zehn der Kelche, Glück in einer bestimmten Beziehung. Liebesglück. Bei einigen kann es natürlich auch bedeuten, dass ihr euch jetzt in eine Beziehung begebt. Bei anderen kann es bedeuten, dass ihr einfach, dass es euch sehr gut geht, dass ihr viel Leichtigkeit habt, dass ihr,
dass es wirklich euer Glücksmonat sein kann. Ne? Ein Monat mit viel Liebe gefüllt, mit viel Leichtigkeit, mit viel Fülle und mit den 7 der Münzen. Hier zahlt sich eine Arbeit aus. Ne? Die Arbeit, die du investiert hast, wo du auch noch weiter investieren musst, ne? Weil mit den 7 der Münzen sind wir natürlich noch nicht am Ende angekommen. Aber hier zahlt sich etwas aus. Ne? Hier ist man wirklich, man kommt ins Machen, ins Handeln. Kann natürlich auch sein, dass du vielleicht einen Kredit laufen hast und jetzt kannst du hier eine erhebliche Ablösesumme zahlen. Ne? Also das ist hier wirklich ein sehr gewinnbringender Aspekt, den wir hier liegen haben. Wo kommt das Ganze her? Huppala! Da haben wir direkt 2 Energien, die sich direkt gezeigt haben. Die Sonne und der Reiter. Ja, hier gab es gute Nachrichten in der Vergangenheit. Gute Nachrichten, zuversichtliche Nachrichten, Nachrichten, die diesen Optimismus eingebracht haben. Und ja, dadurch kann hier Wachstum geschehen, aber auch Glück, Fülle und Liebe. Stark, lieber Skorpion. Dann sind wir jetzt auch schon am letzten Stapel angekommen. Der letzte Stapel, der mir sagen soll, wovor darf ich dich warnen? Wo darfst du vorsichtig sein? Wo darfst du auf dich aufpassen? Da haben wir einmal die 8 der Kelche und das Rad des Schicksals. Okay, also 8 der Kelche ist, ne, man verlässt eine Situation, man geht, man kehrt den Rücken zu. Ich habe das Gefühl, tue das nicht. Kehre einem bestimmten Menschen, einer bestimmten Beziehung, etwas, was dir sehr am Herzen gelegen hat, nicht den Rücken zu. Oder achte darauf, dass man dir nicht den Rücken zukehrt. Na, das sind beide Energien, entweder extern oder intern bei dir. Mit dem Rat des Schicksals eine Fügung. Ne, eine Fügung. Ich habe das Gefühl, das ist aber auch ein gewisses Risiko, was da einhergeht. Ne? Also, dass man mit einem Risiko spielt, ein bisschen risikobehaftet ist. Ich hätte tatsächlich zum Rat des Schicksals gerne eine Klärungskarte aus dem Tarot, bevor ich ins Lenormand reingehe. In welchem Bereich denn? Ja, wir haben hier einmal das Ass der Schwerter und den König der Schwerter. Und die 7 der Stäbe. Also der König der Schwerter ist das Pendant, ne, zur Königin der Schwerter, was wir hier im beruflichen Aspekt liegen haben. Ja, also jemand, der nach außen sehr kühl, aber innerlich sehr, sehr fokussiert ist. Die 7 der Stäbe ist immer so ein Schlag Unabhängigkeit, unabhängig machen von Meinungen, ne, von Gedanken anderer Menschen. Und das Ass der Schwerter, wenn man etwas durchschaut, wenn man etwas verstanden hat. Und ich habe das Gefühl, dass du hier in einer ganz bestimmten Angelegenheit mit dem König der Schwerter, ne, das kann ein Gegenüber sein, das kann jemand sein, der sehr unterkühlt wirkt, aber eben auch eine gewisse Anziehung auf dich ausübt. Männlich oder weiblich spielt hier gerade keine Rolle. Ne? Aber das ist hier eine ganz klare externe Person. Und von diesem Menschen kriege ich rein, hast du dich distanziert mit den 7 der Stäbe. Ne, du hast dich hier distanziert, du hast dich unabhängig gemacht und dadurch ist dir etwas klar geworden. Aber ich darf dich warnen, verabschiede dich emotional noch nicht. Ne, es ist jetzt hier noch nicht die Zeit mit diesem Menschen für Veränderung. Hier ist noch nicht alles ausgespielt. Gib dir dem Januar also bitte noch die Zeit, und widme dich emotional den Dingen, weil wenn du die 8 der Kelche Energie hast, könntest auch du unterkühlt wirken. Und das bringt dich am Ende nicht in dein Ziel. Okay? Eine Klärungsenergie bitte aus dem Lenormand. Wo kommt das Ganze her? Der Mond steht für die Anerkennung und die Sterne. Okay. Ja, also du warst dir selber, habe ich den Eindruck, ja, Anerkennung spielte eine Rolle. Ich habe das Gefühl, hier mit der Distanz, die wir zu den Sternen haben, fehlte es dir an Anerkennung, fehlte es dir an Respekt. Ne, es war in weiter Ferne. Ne, es war für dich nicht greifbar. Du fühltest dich vom König der Schwerter nicht genug anerkannt. Du fühltest dich nicht genug respektiert und geachtet. Okay, das lasse ich mal so stehen, weil ihr habt alle eure individuellen Prozesse.
Aber das waren die Botschaften, die ich hier gerade reinbekommen habe. Jetzt möchte ich euch natürlich noch ein Einhorn ziehen und darf euch dann in den Januar entlassen. Schön, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Schön, dass es dich gibt. Wenn du neu bist auf meinem Kanal und dir diese Legung gefallen hat, dann würde ich dich bitten, mir das gerne mitzuteilen. Dann können wir beide uns ein bisschen unterhalten oder in irgendeiner Form austauschen. Ja, sag mir gerne, wie dir dieses Video gefallen hat. Lass es mich wissen und wenn du magst, lass mir vielleicht sogar ein Abo da. Dann sehen wir uns ganz schnell wieder. Klick dich gerne durch. Ich habe auch die Jahresbotschaften für 24 alle draußen. Ne? Also wenn du einen Weitblick haben möchtest auf mehrere Bereiche im Jahr 24, dann schau dir doch das Video auch gerne an. Und jetzt einmal das Einhorn, die Nummer 29, die sogenannte Mahatma-Energie. Baue deinen Lichtkörper auf, beschleunige deinen Aufstieg. Ne? Das ist wieder hier dieser Wachstum, den du im Inneren verspürst. Mit der 29 habe ich den Hinweis auf die Nummer 11 im Tarot und die 11 steht für die Gerechtigkeit. Dir darf Gerechtigkeit widerfahren. Lass es zu. Bis ganz bald, meine Süßen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und habt einen gesunden Rutsch in das Jahr 24. Tschüssi.